Ach, Federn, genau. Achtung, 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 Saronic, Saronic und Liscario. Oh, Kacke. Oh, nein. Hey ho Leute, willkommen zu dem sechsten Part vom Team Battle. Genau. Und wir wollten hier in die Höhle rein und uns das mal genauer angucken. Und dann starten wir doch damit auch einfach mal direkt in die Folge. Aber doch, hier waren wir. Ha! Ja, doch, da. Hier kommt mein Pfeil. Hier kommt der, wie heißt das? Nee, Fackelfahrt, genau. Pfeil. Warum komme ich auf Pfeil? Hier geht's ja weit. Hier geht's ja so weit. Unglaublich. Ja, das wär's dann für die Folge, Leute. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen und ja. Wir schreiben jetzt einfach Stopp in den Chat. Das müssen wir bringen. Stopp. Was? Schon 15 Minuten um? Wie alle. Ah, herrlich. Okay. Ich glaube, irgendwie die Höhle war nur eine Sackgasse damals. Hier war ich, glaube ich, nur einmal kurz drin. Dann eine andere Höhle hier. Irgendwo war das doch. Da vorne. Hä? Da vorne ist der. Das war die. Hä, warte mal. Boah. Die war es auch nicht hier. Nee, das ist gar keine Höhle. Cool. Es ist Weizen gewachsen. Nee, aber auch nicht viel. Wir waren nicht im selben Chunk, deswegen glaube ich nicht. Aber hier war jemand anscheinend ja, ne? Wenn das hier gewachsen ist. Ja, das ist vielleicht... Ist eine Vermutung von mir. Aber ja, war das nicht hier vielleicht irgendwie hinten? Der Eingang hier, diesen Dschungel? Hier waren wir ja nicht drin, glaube ich. In dem doch. Ich kann mich hier dran überhaupt nicht mehr erinnern. Ich schon. Ja, hier, da ist ein Wiederschweinchen. Ach du Scheiße. Stimmt, wir sollten eigentlich gar nicht so viel in eine Höhle... Wir sollten eine Kuh finden, eine blöde Kuh. Nicht so viel in Höhlen rein, nur eine Kuh. Denn die Kuh macht Mu. Ja, und viele Kühe machen Mühe. So, boah, ey, Mann, ist doch scheiße. Aber Kühe sind ganz sicher... Das kann doch nicht sein, oder? Aber Kühe sind nicht in einem Dschungel, oder? Eigentlich nicht. Da vorne ist eine mega Landschaft. Also einfach nur eine gerade Landschaft. Vielleicht finden wir da Kühe. Ja, müssen wir ja wohl irgendwie mal... Also wenn wir eine Kuh haben, dann können wir halt... Und stell dir vor, wir finden dann eine Kuh und die droppt nicht mal Leder. Ja, das wäre richtig scheiße. Aber wenn wir ein Leder haben, dann sind wir halt voll OP. Da können wir halt alles na gut, entscharren. So stark sind wir dann auch noch immer nicht. Ja, ich glaube, die anderen haben das auch, aber dann sind wir halt gleich gut. Genau. So. Dann haben wir auf jeden Fall gleiche Chancen. Außer die anderen haben eine komplette Diamantenrüstung. Ja, das glaube ich aber weniger, dass die irgendwie... Vielleicht haben die maximal nur einen Teil. Ja, wer weiß, nachher sind die seit Folgen da am Mining da, also am Diamantenfarming-Tour, also die können, es gibt ja manche, die können das wirklich richtig gut. Die sind wieder hier. Oh. Nein, nicht wieder in die Richtung. Von da kamen wir doch. Da ist eine Wüste. Boah, wir müssen, vor allem wir laufen jetzt halt total ins Gegnergebiet rein, ne? Nein, hier sind doch keine Gegner. Ja, nein, aber ich meine in die Richtung von den Gegnern, wo die anderen Gegner halt gelaufen sind. Ja gut, das kann wirklich sein. Wie beim DayZ-Battle, einfach mal eine Runde um das ganze Gebiet. Und das war ja wirklich mehr als eine Folge, hat das gedauert, bis wir einmal rum waren. Nicht da rein. Nein, wir brauchen Kühe. Warte, ich schau mal, ob da vielleicht wer drin ist. Da ist nämlich Fackeln, hier ist nämlich Licht. Siehst du das? Nee. Da, hier ist Licht. Ja, da ist eine Fackel von jemandem. Nee. Oh, Alter. Warte, da ist auch. Oh, verdammt, Licht. Wenn ich bitte keinen Namen sehen, bitte nicht sterben, bitte nicht in der Folge sterben. Ja, ich hab. Ich hab keinen Bock drauf, jetzt irgendwie hier zu sterben. Mit Diamanten und allem anderen. Ja, okay, ich glaube, die haben hier nicht viel gemacht. Oh, lass raus hier lieber. Auf jeden Fall waren hier Gegner. Jupp. Puh. Das macht mir etwas Angst. Ja, das ist halt ohne das ganze Gegner. Hier, ne? Mhm. Oh, eine Kuh. Du dumme Kuh. Schneegebiet. Sollen wir da rein? Ja, von hier kamen wir ja. Au. Boah, ich dachte schon. Hier kommt irgendwie ein Gegner oder so. Ich bin nur voll erschrocken, was auf einmal... Nach unten ging. Kommt. Ja. Aber... Oh, Kühe.
Haben die vielleicht wirklich Kühe? Nee, ausgestellt haben die ja nicht. Die, das kann man auch gar nicht so genau ausstellen. Einfach so. Nicht, dass mit ein Plugin. Tier. Was ist das denn hier? Warum ist das hier überall gelöchert hier? Okay, Eis. Theoretisch wäre es mal nice, wenn man jetzt hier einfach eine Basis aufbaut, weil sind wir übelst in der Nähe von Gegnern. Ja, und auch voll auf der offenen Fläche hier. Irgendwie eine Luftbasis. Aber das wird dann auch so langweilig werden irgendwie. Oder im Untergrund wieder. Oh. Oh, nicht. Oh, ich wollte schon wieder runterfallen. Aber. Was? Nee. Groß. Die ist nicht gut. Da sind nur Hühnchen. Da, da, Kühe! Nee. Doch. Doch, Kühe, jawohl. Endlich. Oh, hey, das ist eine Kuh. Mehr als eine Kuh. Mehr. Oh, hier ist alles voller Kühe. Kühe! Komm, wir schlachten einfach alle ab, dass niemand Leder kriegt. Okay. Noch habe ich kein Leder. Und du? Ich habe schon zwei. Jawohl. Geil. Ich habe auch Leder. Oh, Luke, endlich. Wir sind wieder im Spiel. Mir gerade so extrem. Wir sind wieder im Spiel. Boah, haben wir Glück. Aber du hattest recht vorhin, oder in einer anderen Folge, dass man im Schneegebiet recht häufig Kühe findet. Boah, so, lass mal hier eine Werkbank hinstellen. Ich stell mal hier eine auf, okay? Ja, mach das. Stopp mal, komm, wir gehen mal hier auf die offene Fläche, dann kann ich dich auch bewachen. Und du mich auch. Wo? Oh. So, hier. Warte, hier sind ganz viele Kühe, die und da vorne sind Kürbisse. Komm mal her, hier. Weiß gar nicht, wo du bist. Toll. Nein, ich bin hier, da oben, über dir. Über dir, hier den Berg hoch. Du bist den Berg hoch? Nein, hier. Hier, hallo. Und da vorne steht die Werkbank. Also bei mir leckt es gerade richtig extrem. Bei mir überhaupt nicht. Ja, ich habe ja auch gerade einen Laptop. Ja. Okay. Das so. Wird schon. Okay, dann mal los. Buch. Ich halte auch schon nach Gegnern. Wir haben auch null Pfeile. Das ist eine tolle Blamage, aber ich könnte, glaube ich, Pfeile bauen. Feuerstein habe ich zwei. Stöcke habe ich. Fäden, was braucht man? Okay, stell hin. Und ran an Speck. Okay, auf Level 1 immer. Schärfe 1 habe ich. Schade. Dia-Schwert. Schärfe 1, okay. Bogen, sollen wir den Bogen? Ja, den mache ich auch noch. Nein, ja, lass mal meinen Bogen in. Ich. Ja. Du hast gerade meinen Bogen, genau. Ja, ich gebe dir alles wieder. Wir machen uns nackig! Okay, so, das macht Spaß. Okay, was habe ich? Schutz 1, okay. Hose. Schusssicher, auch Mann, aber okay. Mir alles gerade Protection, ja, bis jetzt alle drei Sachen Protection. Schusssicher, auch Mann, was ist denn das hier? Meine ganze Rüstung ist Protection 1. Und bei mir ist die Hälfte schusssicher und der Rest, auch wie du, Protection. Okay. Ah, so, dann. Toll. Dann noch, was habe ich? Ich habe noch 10 Level, das ist. Ich habe noch 4 Level. Normalerweise hätten wir noch. Wie viel Eisen hast du? Ich habe gerade ein Eisen. Ah, toll, okay. Sonst könnte ich mir noch eine Hose bauen. Aber. Nee. Okay. Tja. Ja. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal wieder im Spiel. Also so richtig im Spiel, können hier wirklich mitfiebern. Aber wie wollen wir die Gegner später besiegen? Wir haben noch keine Pfeile. Das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt wäre, dass wir... Warte, vorhin war noch der Hühner. Dann lass uns schnell die Hühner töten. Wofür? Weil dann ach, Federn, genau. Achtung, 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 Soronic, Soronic und Liscario. Oh, Kacke. Oh, nein. Okay, was machen wir? Lass uns mal weg, dann lass uns erstmal weg. Okay, ja, ich wurde noch nicht getroffen. Ah, krass, Alter, da stellen die einfach hinter mir. Ja, du lass... Oh, ich wurde getroffen, verdammt. Renn. Und immer schön etwas ausweichen. Lass die Hühnchen doch in Ruhe. Und die haben Pfeile ohne Ende anscheinend. Ja. Ey, ich stecke hier fest, doch. Will jetzt nicht sterben, jetzt wo wir Enchanted haben. Ja, ausgerechnet dann natürlich, ne? Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder im Spiel, ne? Und natürlich, wenn man sagt, wir sind wieder zurück im Spiel, dann... Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Gut. Aber, Alter, ich bin richtig angespannt gerade. Wollen wir kämpfen? Wir müssen uns gerade irgendeinen Trick überlegen. Ja, genau. Weil das sind endlose Kämpfe eigentlich. Oh Mann, ich bin voll hinter dir. Ich glaube, die werden uns gleich den Weg abtrennen. Aber eigentlich haben wir ja gleich gute Sachen. Das heißt, wir müssen gar nicht so viel Angst haben. Ja. Na gut, oh, ich wurde schon wieder getroffen. Ich muss schnell was essen. Ist der hinter mir? Guck mal nach, du bist noch weiter. Nö, ich sehe nichts. Oh, krass.
Okay, was wollen wir machen? Ah, Basis? Sie da kommen. Wir können uns auch beide, aber nee, die haben ja Pfeil und Bogen. Sie sind da. Ja. Einer zumindest. Hat der einer? Nee, da hinten kommt der andere. Wollen wir auf den einen gehen? Auf den Skalier? Nee, der kommt gleich hinten dran, warte mal. Ja, ich bin schon. Oh, ich bin schon wieder umgedreht. Boah, es ist leck. Wollen wir. Was machen wir? Wir haben auch keine Lava-Eimer oder so. Ach, verdammt. Okay, Lescario, wir könnten. Wollen wir rauf? Aber nee, weiter. Ja, doch, komm. Nein, komm, weiter. Weiter, okay, weiter. Hast du gerade Hunger? Hungerst du? Wetten, gleich kommt hier. Nein. Wetten, hier kommt gleich diese Border. Der Rand. Ja, dann müssen wir kämpfen. Alter, hier baut sich auf einmal Berg auf, Mann. Schnell weg. Ich guck in Rückspiegel mit F5. Was ist eigentlich, wenn wir uns eine Höhle finden, uns einfach schnell reingehen in eine Höhle einfach mal und dann die da abhalten oder irgendwie. Aber das sind dann verdammt komische, also die Kämpfe sind dann noch schwieriger, weil alles so eng ist. Wir müssen uns, entweder kämpfen wir jetzt oder wir rennen weiterhin weg. Aber wir sollten irgendwann kämpfen, bloß irgendwie müssen wir ein. Kein Stopp vor Kampfende. Okay, was machen wir denn dann? Warte, der hat. Sronic hat geschrieben, dann weg. Stimmt. Aber er kann schnell schreiben. Ich guck mal wieder mit F5 in Rückspiegel. Oh, hinter uns ist nur einer, ne? Wir können. Ach, okay, nee, doch nicht. Aber wir hätten eigentlich vorhin schon öfters mal, wenn da so ein riesen Abstand zwischen denen war, wirklich einen hätten wir dann immer töten können. Warte, auf Eis. Geht schnell. Oh, die Flucht hier, Alter. Das geht voll ab hier. Da macht das Battle auch schon wieder eigentlich Spaß, weil es geht ja hier wirklich ums Battlen. Obwohl wir gerade nicht wirklich viel da machen. Aber. Wegritt ist auch eine gute Taktik. Nein, wir brauchen erstmal eine Strategie. Ich wollte eigentlich später dann mit dir drüber reden, ne, wie wir die besiegen wollen. Wollten wir eine Basis bauen oder so, weißt du, sowas wollte ich noch überlegen. Wenn ich nämlich jetzt sterben sollte. Nicht weit genug weg wären, könnten wir uns schnell theoretisch irgendwo eingraben und dann schnell sneaken oder so. Wollen wir machen? Die sind. Nee, die kommen. Nee, geht nicht. Warte, schupfen wir die runter? Nein. Oder? Schicken die da runter. Was machen wir? Ja, bringt eh nichts, oder? Okay, wollen wir da die runterschubsen? Müssen wir. Wir müssen kämpfen. Pass auf. Ja. Zieht mir nicht wirklich viel. Okay, ich gehe mal hier auf Sronic. Die sind getrennt voneinander. Bist du hinter mir? Oder wo? Nein, ich bin bei Lescario. Ah, fuck. Nein, ich bin fast tot. Ja, ich auch. Nein, verdammt. Verdammt. Nein. Ja, verdammt. Ah. Verdammt, warum bin ich gestorben? Nur wegen den blöden Pfeil und Bogen. Warum haben die auch so... Ich werd wegrennen. Oh, kacke. Und wo war die Richtung? Von wo kamen wir denn? Von da hinten, glaube ich, aus dem Schneegebiet. Scheiße, boah. Ja, du weißt auch gar nicht, in welche Richtung du Mann, meine Sachen sind weg und wir haben keine Ersatzsachen. Und du hast eigentlich alles Wertvolle. Wenn wir jetzt... Na, toll. Das war so, oh Mann. Hab ich noch den Enchanting Table. Ja toll, aber gleich nicht mehr lange, ne? Ja, ich renn weg. Ich buddel mich jetzt gleich wo ein, sag dir die Sneaker und sag dir die Koordinaten. Verdammt. Ha, jetzt bin ich in irgendeinem Wald. In einem Wald? Wie viele Leben haben wir noch? So einem ganz normalen kleinen Wald. Mann, ich hatte ihn so knapp, dann läuft er weg. Okay, ich grab mich jetzt ein. Oh nein, und ich kann gerade auch eigentlich null machen, außer noch einen Baum suchen. Auf die Schnelle, Mann. Ha, ich hab mich eingegraben und ich sneak jetzt. Mach das. Und wo bist du? Mit F3? X. Moment. Ich mach schnell ein. Ja. X bei 7. 7. Mhm. Okay. Und Z bei 808. Luke, ich bin auf dem Weg. Ja, ich sehe kein Lescario und kein Sronic. Ich komm vorbei. Stopp. Okay. Leute,
Das war eine richtig, richtig spannende Folge, würde ich mal sagen. Wir werden auf jeden Fall von dem Punkt hier in der nächsten Folge weitermachen und schauen, wie gut wir uns noch aufbauen können, wie das Ganze ausgehen wird hier mit den Kämpfen, wie ich mich aufbauen werde und so weiter. Alles weitere in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Also haut rein und tschö mit Ö. Ciao, Leute.